Hallo und willkommen zurück zu Historyline 1914 bis 18, den Wahnsinnsstrategiespiel aus dem Jahr 1993 von Blue Byte. Und heute schauen wir uns die Karte mit dem Code PLANE an. P-L-A-N-E, man könnte auch Plane sagen, aber ich glaube, es ist eher das Flugzeug gemeint. Und wir legen mal los. Hui! Die Franzosen kriegen eine neue Einheit. Die Nieuport 17. Ein Jagdflugzeug mit einer Angriffsfähigkeit von 20 Punkten in der Luft, zu Wasser 14 und im Bodenangriff 12. Okay. Moment mal, ich muss hier noch etwas umstellen. Und zwar, ein fleißiger Kommentator hat mir den Tipp gegeben, dass man über Tastenkombinationen die Geschwindigkeit der KI steuern kann. Und das habe ich gerade gemacht. Mit Ctrl F12 lässt sich die Geschwindigkeit in der DOS-Box steigern und mit Ctrl F11 verringern. Ich habe sie jetzt gerade mal auf 6481 Zyklen gestellt. Und das ist eine ganz schöne Steigerung, wie ich meine. Und ich würde mal dann auch sehen, wie sich das dann im Spiel verhält. Die Musik machen wir aus. Ne? Und den Kampf machen wir auch aus. Und jetzt schauen wir uns natürlich erstmal die Karte an. Zuvor natürlich, ich spiele die Kaiserlich-Deutsche Armee in grün auf der linken Seite des Splitscreens. Und der Computergegner übernimmt die französischen Streitkräfte in erdbraun auf der rechten Seite. Ein Blick auf die Karte sagt uns, dass es eine große Karte ist. Wir, also die Kaiserlich-Deutsche Armee, dominiert unten rechts und der Gegner ja im Norden. Aber halt, auch wir haben im Norden eine Fabrik. Hier oben. Oh ja, die kann man gut verteidigen, das ist gut. Das sieht gut aus. Hier haben wir eine nicht besetzte Fabrik. Da hier ein Panzerzug von uns steht, heißt das, die müssen wir einnehmen. Das ist so vorgesehen. Diese Fabrik werden wir nicht erreichen. Diese werden wir nicht erreichen. Hier haben wir ein Depot. Das müssen wir verteidigen. Einheiten. Und eine Fabrik mit Flugzeug. Eine Fokker E1. Okay, gut. Oh, und hier unten ist auch ein Depot, was nicht eingenommen ist. Aber das wird der Feind einnehmen, seine Maschinengewehrinfanterie. Ja, die ist quasi nur ein Katzensprung von dem Depot entfernt. Also das kriegen wir nicht. Oh, hier ist eine Partisaneneinheit. Ja, auf die müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die ist in der Nähe von unserem Hauptquartier. Da sind wir jetzt gerade. Wir haben Panzerwagen, mittelschwere Artillerie, Infanterie, eine Kavallerie, Transportmittel, Flak und zwei Fokker E3. Das gefällt. Wir haben sogar eine Seestreitmacht von einem Patrouillenboot und einem Transportschiff. Gut. Schauen wir mal an. Wir haben 30 Einheiten, dagegen hat 64 Einheiten. Also er ist schon jetzt sehr stark überlegen. Wir haben zwei Fabriken, er hat momentan nur eine, er bekommt aber noch viele dazu. Also mindestens drei. Oder? Moment. Nein, zwei Fabriken bekommt er. Er bekommt die und die. Ich bekomme die und er bekommt noch das Depot unten. Kurze Strategie. Ich nehme als erstes diese Fabrik ein und dann wird auf der gesamten Linie gehalten, bis sein Einheitenstrom versiegt ist. Und danach gehe ich zum Angriff über. Ich würde mal sagen, also ich möchte jetzt meinen, dass die rechte Seite zuerst fällt, weil das schaut relativ aufgeräumt aus und wir haben hier nur eine Verbindung zu der anderen Seite. Und hier auf der linken Seite wird sich wahrscheinlich bei meinen Stellungen ein
ein Konflikt sich etablieren. Gott, was für ein Deutsch. Okay, super, wir fangen mal an. Wir reden nicht so viel, sondern wir tun. Und zwar bauen wir nördlich der Fabrik eine Verteidigungslinie auf. Und das heißt, wir müssen unsere Einheiten da hochschicken. Und zwar mit allen, was wir so haben. Hier unten bleibt die Kavallerie als Deckung beim Bunker. Und die wird später noch verstärkt. Hier durch zwei Einheiten, die hier in der Fabrik rumoxidieren. Die Flugzeuge werden natürlich nach oben verschickt. Und der Panzerwagen geht auch nach oben. Das soll schon blocken, zusammen mit dem Panzerzug. Das Patrouillenboot schicken wir auf Reise. Die soll den Fluss sperren. Und ich denke, hier etwa in der Gegend. Weil hier haben wir auch Artillerie. Das heißt, die können sich gegenseitig schützen. Finde ich gut. So, hier bauen wir jetzt eine Verteidigungslinie auf. Ich würde mal sagen, grob so. Brauchen hier natürlich noch weitere Einheiten. Das Flugzeug schicke ich mal weiter nach links. Und baue hier am Depot auch eine Verteidigungslinie auf. Zusammen mit dem Panzerwagen und dem Flugzeug sollte das definitiv ausreichen, um es zu halten. So, hier oben haben wir auch noch etwas. Also hier gehen wir in die Verteidigung über. Diese Infanterie geht dann hier in den Schützengraben. Und so kann ich jede angreifende Einheit, die hier auf diesem Feld jetzt steht, also auf diesem hier, kann ich dreimal angreifen. Ja, und das halten, das hält keine Einheit lange aus. Hervorragend. So, schauen wir nochmal auf die Karte. Haben wir jetzt alles gezogen? Wir waren oben im Norden, wir waren in der Fabrik, wir waren hier, wir waren da und da. Ja, alles gut, alles gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell er denkt. Ob die Qualität des Denkens mit der Geschwindigkeit zusammenhängt? Ja, man weiß es nicht genau. Schauen wir nochmal schnell auf die Ressourceneinkommen. Ich bekomme 39, der Computergegner bekommt momentan 42. Noch ist es ausgeglichen. Das wird auch nicht so bleiben. Gut. Warum heißt dieses Level eigentlich Plane? Vielleicht hat das was mit Flugzeugen zu tun. Könnte es sein. Ist das so ein Hinweis, dass ich Flugzeuge bauen muss? Ich weiß es nicht, weil, um ehrlich zu sein, ich habe ja ziemlich viel Flak bei ihm gesehen. Also A, ich habe eine neue Einheit, die nicht vorgestellt wurde. Mobile Flak. Und die ist ja nicht mal so schlecht. 35 Schaden für Lufteinheiten bei einer Reichweite von 4. Nicht schlecht. Und die Sache ist, die wird er auch haben. Hier oben. Flak. Wahrscheinlich hat er sie hier oben, hier auf der rechten Seite auch. Hier. Da. Flak. Er hat Maschinengewehrinfanterie. Er hat natürlich Luftstreitkräfte. Ich sehe sie nur gerade nicht. Doch hier. Hier. Und damit wird er mir natürlich das Leben schwer machen. So, jetzt schauen wir mal die Geschwindigkeit an. Er zieht jetzt tatsächlich schneller. Boah, da darf ich nicht so oft hingucken, weil da wird mir echt schwindelig. Hui! Aber fein, sehr schön. Danke für den Tipp. Vielen, vielen Dank. Aber Wissenswerte, ach, irgendwie habe ich schon wieder so einen Knoten in der Zunge. Wissenswerte über die Fokker. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gab ja im Jahr 1915 die Fokker-Typen E1 bis E4. Die E1 wurde damals basierend auf der Morane-Saulnier-Flugzeugtypen entwickelt. Allerdings wurde die Konstruktion erheblich modifiziert. Es wurde unter anderem auch ein anderer Rumpfaufbau verwendet. Und bevor wir weitermachen,
gehen wir hier in die nächste Runde. Oh, das Ding ist voll. Na, da geht der Lastwagen raus. Die Flak geht rein und wir gehen weiter hoch. So, mit dem Schiff gehen wir hier hoch. Und alles ist gut. Der Panzerwagen, mit dem stellen wir uns doch mal glatt hier hin. Und da oben kommt schon sein Flieger an. Den werden wir uns doch mal krallen. Den nehmen wir uns hier an die Seite. Und hier haben wir doch einen Panzerzug. Der hat einen Zweier. Den nehmen wir jetzt ein bisschen weg und greifen dann so seinen Flieger an. Hier unten haben wir ein Patrouillenboot. Mit dem gehen wir weiter vor. Hier unten ist alles gut, da geht seine Einheit, auf die müssen wir aufpassen. Die dürfen wir nicht vergessen, sonst haben wir das Level verloren, bevor er angefangen hat. Verdammt, verdammt, das geht ja gar nicht. So, hier igeln wir uns mal ein bisschen ein. Das Flugzeug geht weiter nach links. Und die Flak auch, uiuiui. Ja, kommt er jetzt aber schon angeschissen mit Sachen hier. Ist doch unglaublich. Moment. Dem werden wir jetzt hier ein wenig entgegengehen müssen. So. So sieht das doch gut aus. Hier haben wir alles gemacht. Und hier oben gehen wir jetzt hier auf den Schützengraben und belassen das alles so. Wunderschön, wunderschön. Und wir gehen in die nächste Runde. Er greift meinen Panzerwagen an, das war ja zu erwarten. Alles gut. Alles gut. Dafür versuche ich jetzt dein Flugzeug hier zu bekämpfen. So, also er verliert mindestens 3 Flugzeuge aus seiner Einheit. Hier oben können wir nichts machen. Aber hier. Und zwar gehen wir jetzt gegen seinen Panzerwagen vor. Wollen wir noch die Kavallerie angreifen? Das würde ich mal lassen. Ich würde es tatsächlich mal lassen. Wir haben jetzt hier 78 Einheiten. Und die Frage ist, wollen wir hier schon was bauen? Ich würde tatsächlich sagen, nein. Ich möchte hier auf eine schwere Artillerie sparen. Ja. Gut, da war es das. Kommen wir mal zurück zur Fokker. Genau, also sie basiert letztendlich auf einer französischen Entwicklung, wurde aber wirklich erheblich modifiziert, zu anderem mit einem anderen Rumpfaufbau. 1915 wurde der Prototyp auch mit dem Unterbrechergetriebe ausgestattet, das von einem gewissen Franz Schneider erdacht worden war und vom Fokker-Ingenieur Heinrich Lübbe perfektioniert und wirklich zum Unterbrechergetriebe weiterentwickelt wurde. Und dieses Getriebe ermöglicht es, mit einem Maschinengewehr durch den Propellerkreis zu schießen. Die Franzosen haben das ganz elegant gelöst. Sie haben nämlich einfach die Propeller verstärkt mit Ablenkplatten, sodass Patronen oder Geschosse, die den Propeller trafen, abgeprallt sind. Das ging natürlich auch zu Lasten der Geschwindigkeit, der Geschwindigkeit des Motors, der Drehgeschwindigkeit und letztendlich der Geschwindigkeit des Flugzeuges. Das konnte die kaiserliche deutsche Armee aber nicht übernehmen, weil die hatte eine Maschinengewehrmunition, die deutlich durchschlagstärker war. Und die haben diese Ablenkungsbleche glatt durchschlagen. Also haben sie ein Unterbrechergetriebe entwickelt und das läuft so, dass das Maschinengewehr nicht feuern kann, wenn ein Propellerblatt vor der Mündung ist. Also ist kein Propellerblatt vor der Mündung, feuert das Maschinengewehr. Ist ein Blatt vor der Mündung, dann feuert es nicht, es wird blockiert. So hat das funktioniert. So, jetzt gehen wir erstmal aber weiter hier. Ich habe ein Flugzeug mit dem Panzerzug abgeschossen. Oh!
Ja, das gefällt. Haha, seine Newport war Geschichte. Das war schön. Das hat mir gefallen. So, sein Panzerwagen erleidet hier Verluste. Das gefällt mir auch sehr gut. Und er erobert natürlich die Fabrik, ja klar. Und noch eine. Und das Depot. So, Freunde des gepflegten Wahnsinns, jetzt schauen wir mal. Er hat jetzt 78 Einheiten. Und er hat Ressourceneinkommen, was ich doppelt so viel wie meins ist. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Das war wahrlich ein Fest für ihn. So, wir lassen uns tatsächlich nicht davon beeindrucken und laden hier unsere Einheiten aus. So, in der Art und Weise. Jetzt gehen wir hier runter und nehmen hier natürlich noch die Flak raus. Beziehungsweise die kann, glaube ich, auch laufen. Müssen wir mal schauen. Die Flugzeuge. Mal schauen. Also ich ziehe mich jetzt hier mit dem Panzerzug wieder zurück. Und blocke hier mit dem Panzerwagen ab und die Flugzeuge ziehe ich auch erstmal zurück und schau mal, was hier so kommt. Wo gehe ich denn mal hin? Ich gehe jetzt mal hier mit den Fliegern hin und den ziehe ich auch zurück, natürlich. So, alles gut hier. Auf der Seite ist auch noch alles gut. Da ist mein Patrouillenboot. Das ziehe ich mal wieder ein bisschen zurück, weil er kommt da mit seinen an. Da muss ich mal gucken, was er vorhat. Hier schaut es gut aus. Hier schaut es gut aus. So, mein Flugzeug geht jetzt gegen seine Kavallerie hervor. Hier gehe ich jetzt mal ein bisschen zurück. Die Flak ziehe ich weiter. Und die Kavallerie kessel ich jetzt hier ein. Und das lasse ich so stehen. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Ah, hier kommt er schon an. Ja, mal gucken, ob er in meine vorbereitete Falle läuft. Okay. So viel dazu. Hier kann ich jetzt nichts tun. Hier kann ich nichts tun. Aber ich kann hier sein Pferd angreifen. Und zwar werden wir uns ein paar Punkte sammeln, indem wir mit diesen Einheiten angreifen, wo er sich nicht wehren kann. Und dann nehmen wir hier diese Infanterie zuerst, dann nehmen wir die und dann nehmen wir die und damit ist das Pferd Geschichte so oder so. Und mehr können wir jetzt natürlich nicht tun. Was ich vergessen habe, ist diesen LKW zu ziehen. Das macht aber nichts, weil den brauche ich tatsächlich momentan nicht. Da wird einige Infanterieeinheiten hier aus der Fabrik, ich würde mal sagen die und die, nach unten bringen, damit ich eine Verteidigung für mein Hauptquartier habe. Aber ich sehe, wir können hier unsere Haubitze, unser schweres Geschütz bauen. Das werden wir natürlich auch aufstellen und benutzen. Und während der Computer denkt, können wir ja weitermachen und weiter philosophieren über die VKE 1. Genau, also sie hatte das Unterbrechergetriebe, was den Piloten dazu befähigte, mit dem Maschinengewehr durch den Propellerkreis zu schießen. Im Juni 1915 erfolgte unter anderem auch eine Vorführung an der Front und die Piloten Max Immelmann und Oswald Bölke haben einen Testflug oder mehrere Testflüge durchgeführt und waren von der Maschine begeistert. Und alsbald begann die erste Serienproduktion weltweit eines Jagdflugzeugs, nämlich die Serienproduktion der E1. Bereits im Juni 1915 kamen dann die ersten 11 Flugzeuge an die Front, ja, und wurden natürlich auch eingesetzt. Und das fand ich schon wirklich sehr spannend.
meine, damals im frühen Ersten Weltkrieg, also in den frühen Jahren des Ersten Weltkriegs, waren ja die ganzen Flugzeuge noch sehr fragil und es waren allermeistens Doppeldecker, die verwendet wurden. Kleiner Themawechsel. Das ist schnell. Das ist wirklich schnell. Da wird einem wirklich schwummrig vor Augen, wenn der Computergegner zieht. Schwierige Entscheidung jetzt. Ich muss jetzt mit dem schweren Geschütz raus. Und das muss ich natürlich irgendwo hinstellen. Die Frage ist nur, wo. Ich mache das mal so. So hier. Genau. Hier ziehe ich mich jetzt ein bisschen zurück. Repariere. Und konsolidiere mich. Ich baue also hier wieder um den Depoteingang meine Verteidigung auf. Und das Flugzeug. Was mache ich denn mit dem Flugzeug? Ganz ehrlich, Leute, es kommt ins Depot, es versteckt sich. Ja, es versteckt sich. So, dann machen wir hier ein bisschen. Also, die Infanterie geht auf alle Fälle hier rein. Das ist ja so klar wie das Amen in der Kirche. Und jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt vor? Nee, ich gehe mal nicht vor. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen einbunkern. Ich bin der Meinung, ich stehe schon relativ gut. Hier haben wir eine Artillerie. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, die muss noch ein bisschen ziehen. Das heißt, ich gehe hier ein bisschen vor. Stelle ich mal hier hin, die stelle ich hier hin, die Flugzeuge lasse ich mal hier in der Ecke und der Panzerwagen sichert da in die Runde. Viertel ist okay. Und hier oben ist auch okay, super. Habe ich ja vielleicht vergessen anzugreifen, kann das sein? Kann das sein? Unmöglich! Da schwätzt der Typ irgendwas von Focker und vergisst sein Spiel. Das geht gar nicht. Uiuiuiui. Nun ist aber gut hier, ne? Ich habe das Depot eingenommen. Ah, kein Depot, es ist die Fabrik. Es ist die Fabrik. Okay. Hier oben werden wir jetzt natürlich angreifen. Na, wir fangen an mit der im Schützengraben. Wir gehen über die Infanterie und der Panzerwagen schlägt nach. Hier können wir nichts tun. Aber hier können wir was tun. Und zwar attackieren wir die Patrouillenboote. Und schauen, ob wir vielleicht. Was werde ich denn noch bauen? Ich werde mal diese Infanterie hier bauen, um ihn dann weiter zu bekämpfen. Hier kann ich jetzt nichts tun. Die Flak, die interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig. Ich muss dann mit dem Panzerwagen rein, ihn reparieren. Die Flak kommt jetzt näher ran und wird Luftdeckung geben, weil hier oben, hier ist ein Flugzeug und hier unten ist ein Flugzeug. Und da muss ich ein bisschen aufpassen. Ein bisschen, ein winziges bisschen. Sehr schön. Und wir lassen ihn mal denken. Und gehen weiter zu unserer Fokker E1. Genau, die E1 war mit einem 80 PS Oberursel-Umlaufmotor motorisiert. Das ist letztendlich ein Motor, der nicht feststand und die Welle hat sich gedreht, sondern der Motor hat sich mitgedreht. Ja, wunderbare Sache, wenn man das einmal live
in live, also richtig im richtigen Leben gesehen hat, da fragt man sich auch wirklich, huh, wie kann das Ding fliegen? Aber ist wirklich eine interessante Erfahrung. Aber die 80 PS dieses Umlaufmotors haben nicht wirklich ausgereicht, denn die Masse des Maschinengewehres und der Munition führte zu einer Art Überlast und die Flugeigenschaften der E1 waren nicht wirklich gut. Das heißt, man versuchte, einen stärkeren Motor einzubauen und das hat man dann auch gemacht. Man hatte einen 100 PS Umlaufmotor genommen, ebenfalls von Oberursel, und ihn in das Flugzeug gesetzt und das Ganze hat man dann E2 genannt. Also nicht mal E1, sondern E2. Diese E2 war aber auch nur eine Zwischenversion. Man ging alsbald dazu über, eine E3 zu entwickeln. Die hatte natürlich diesen 100 PS Motor und eine größere Spannweite und einen größeren Benzintank. Kleiner Fun Fact, der Benzintank war hinter dem Piloten und der Pilot musste alle 7-8 Minuten über eine Handpumpe Benzin aus dem Haupttank in den Schwerkrafttank über dem Motor pumpen. Ja, das war echt ein Pumpenmeister. Aber jetzt kämpfen wir erstmal. Also seine Infanterie hier unten oben ist erstmal, ne? Blüpp, die ist weg. Jetzt bekämpfen wir das Patrouillenboot oder die Patrouillenboote, es sind ja mehrere. Und er verliert einige, also 3 Stück. 4. Ich korrigiere mich. Hervorragend. Das hat gefallen. Uiuiuiui. Moment. Ich muss hier etwas mich arrangieren. Und zwar. So machen wir das. Die Artillerie tue ich mal weg und tue hier noch eine Infanterie raus. So, die Infanterie kommt hier hin und 2 Infanteries kommen hier in den Lastwagen. Na komm, hab keine Angst, du wirst doch nur transportiert. Und er geht jetzt nach unten. Das zweite Flugzeug kriege ich nicht an das andere Flugzeug ran. Das setze ich mal hier hin. Hier unten ist noch alles Klärchen. Oh, hier hat er seine Boote weggezogen. Jetzt muss ich hier natürlich wieder ein bisschen ran. Und ich muss mich in Feuerreichweite begeben. Hier ziehen wir die natürlich raus. Und die ziehen wir mal rein, die reparieren wir mal. Hier drüben schaut es doch recht entspannt aus. So, das ist. Das ziehen wir hier mal rein. Da wird repariert. Hier haben wir eine 6er Infanterie. Ha, die ist gut. Die setzen wir mal hier hin. Den Flieger lassen wir mal eingepackt. Den lassen wir eingepackt. Und schauen mal hier hoch. Hier oben, kommt da nicht. Da ist jetzt nichts. Dann gehen wir doch mal in Angriff. Ich würde mal sagen, so machen wir das. Ich will den Bunker da weg haben. Den hier. Der kommt weg. Und dann baue ich noch eine Streitmacht auf und vielleicht kann ich ihm da oben die Fabrik wegnehmen. Wie wär's denn? Für mich klingt das okay. Er hat meine Artillerie hier angeknackst. Der Kleine tut nichts gut. Das sieht aber gut aus. So, da ist ein Flieger. Den Flieger werden wir natürlich bekämpfen. Halt, Moment. Wir haben ja hier noch einen Panzerzug. Wir machen das mal so. Hier haben wir ein Flugzeug und gehen mit allen unseren Panzerwagen drauf. Der sollte das nicht überleben. Eine Überlebenschance hatte er nicht. Hier gehen wir, das machen wir so, das machen wir so und die Artillerie nimmt das Patrouillenboot. Hier drinnen haben wir jetzt eine Infanterie, die werden wir reparieren.
Hier freuen wir uns des Lebens. Hier haben wir einen Panzerwagen. Wollen wir den reparieren? Wollen wir den? Moment mal. Wir schauen mal. Nee, den reparieren wir mal nicht. Hier oben werde ich noch eine Einheit bauen. Was werden wir mal bauen? Ich werde mal das Geschütz bauen. Es ist nur ein leichtes, aber es wird schon passen. Der Computer denkt erstmal wieder, ich kann wieder ein bisschen schwafeln. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, wir waren bei der E2 stehen geblieben, die letztendlich einen 100 PS Umlaufmotor hatte, größere Spannweite und einen größeren Benzintank. Und aus der E2 schließlich wurde dann auch die E3 entwickelt. Und ich korrigiere mich. Die E2 hatte nur den stärkeren Umlaufmotor. Die E3 besaß eine größere Spannweite und den größeren Benzintank, als auch den Umlaufmotor mit 100 PS. Das war die E3. Und die E3 wurde auch in andere Länder exportiert, zum Beispiel nach Österreich-Ungarn. Die KOK Luftstreitkräfte hatten die E3 im Einsatz, aber nicht mit dem Maschinengewehr 08, die Kaiserlich-Deutsche Armee verwendete, sondern mit den 8mm schwarzlose Maschinengewehren. Genau, die E3 war übrigens auch das erste Flugzeug, was mit zwei Maschinengewehren ausgestattet war. Im Oktober 1915 schließlich kam die E4 heraus. Und die wurde bereits mit einem 160 PS Umlaufmotor betrieben, bewährte sich aber nicht. Bölke flog das Flugzeug und stellte klar, dass mehr PS nicht unbedingt bessere Flugleistung garantierten. Auch hat das Unterbrechergetriebe nicht so optimal funktioniert, sodass einige Um- und Rückbauten notwendig waren. So, jetzt gehen wir ja auch erstmal weiter. Und sein Flugzeug ist Geschichte. Wunderschön. Oh, verdammt. Das war jetzt nicht so toll, aber man kann es sich ja nicht aussuchen. Jetzt werden wir natürlich weiterhin auf Jagd gehen, und zwar gegen unsere Flugzeuge, also nicht gegen unsere Flugzeuge, sondern gegen die Flugzeuge des Gegners, ist klar. Hier ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Und machen das mal so. Wo haben wir hier unseren Transporter? Den haben wir hier. Und da werden wir unsere Infanterieeinheiten zum richtigen Zeitpunkt ausladen. Und seine Infanterie hier unten schön umstellen. Sehr schön, das gefällt. So, hier müssen wir uns mal gegen das Pferd stellen. Und hier gehen wir mal ein bisschen zurück. Und freuen uns. So, hier schauen wir mal ein bisschen. Hier sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Hier haben wir noch das Panzerwägelchen. So würde ich es machen. Und hier oben gehen wir jetzt mal in den Angriff. Und zwar werde ich jetzt seinen Bunker angreifen. Und hier noch die Kanone, das Geschütz, das leichte Feldgeschütz raustun. Leitartillerie. So. Ich bin zufrieden. Wir gehen weiter. Ja, diese Artillerie gefällt mir überhaupt nicht. Das kleine schreckige. Hallo? Ja, genau. Geh du mal kaputt.
Ein Glück, dass wir das zurückgezogen haben. Wunderbar. Ein Patrouillenboot mit noch 4 Einheiten, aber Elite. Das weiß zu gefallen. Das weiß zu gefallen. Natürlich, hier kämpfen wir auf guter Front und holen uns Erfahrungspunkte. Ja, nee, ist klar, ne? So. Und das ist doch gut. Jetzt gehen wir hier rüber und greifen seine seine DH2 an. So. So machen wir das. Dann haben wir, da werden wir mal da drauf gehen und da drauf gehen. Können wir hier noch was produzieren? Eine Infanterie, wollen wir das? Nee, will ich mal nicht. Hier unten, Bunker. Infanterie, Kavallerie. Oben. Infanterie. Fertig. Genau. Kommen wir mal zurück zum Fokker. Wie gesagt, das war alles so im Juni bis Oktober 1915 angesiedelt. Und im Juni 1915 waren die ersten 11 Flugzeuge an der Front. Und den Piloten war strikt untersagt, feindliches Gebiet zu überfliegen. Man wollte nämlich nicht, dass ein Flugzeug abgeschossen wird oder abstürzt aufgrund von technischen Problemen und dem Feind in die Hände fällt, sodass er Kenntnis über das Unterbrechergetriebe bekommt. Das wollte man nicht, also hat man gesagt, ihr fliegt nur über eigenem Gebiet. Und das hat natürlich die Überraschung etwas genommen und die Erfolge blieben tatsächlich begrenzt. Dennoch, mit der Gründung des Kampfeinsitzerkommandos, also des KEK, Kampfeinsitzerkommando, und der Entwicklung der ersten Luftkampfstrategien und Luftkampfregeln stellte sich schließlich die Fokkerplage ein. Und von der Fokkerplage hat der ein oder andere sicherlich etwas gehört. Aber dazu später im Text. Weil er ist gleich fertig mit Ziehen. Oh je, und was er hier alles zieht. Meine Güte. Und fertig. Und los geht's. Meine Artillerie schießt daneben. Die auch. Was ist hier nur? Hallo? Kämpft hier noch einer? Also das hat mich jetzt gerade nicht begeistert, muss ich sagen. Ich hatte viele Einheiten, die quasi keinen Schaden angerichtet haben. Und das war jetzt keine gute Performance. Das war jetzt, wo ich sagen muss, nö. So mal nicht, meine Jugendfreunde. Ne? Ihr müsst ja schon mal ein bisschen Anstrengung zeigen, um dem Feinde zu zeigen, was in euch steckt.
Den werden wir jetzt hier reparieren müssen. Den ziehen wir vor, alles andere lassen wir hier. Upsala, was war denn das? Da ist ein Fliegzeug. Da werden wir mal ein bisschen auf Tuchfühlung gehen müssen. Es nützt dir alles nichts. Hier unten werden wir uns mal reparieren, solange wir hier die Zeit haben. Und hier unten schaut es richtig gut aus. Aha, hier kommt er jetzt mit seinem Flugzeug an. So, das setzen wir mal jetzt hier runter. Haben wir jetzt hier noch was drin? Den Pan Upsala, Moment, den Panzerwagen. Den Panzerwagen möchte ich haben. Na komm raus. Komm raus. Zier dich nicht. Und den Flieger will ich eigentlich auch mal wieder in einem Satz sehen. Was mache ich denn damit? Ich stelle den mal raus. Ich stelle den erstmal raus, weil ich es kann. Hier habe ich jetzt ein Patrouillenboot, was recht gut beieinander ist. Da stelle ich mal hier hin. Und hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Okay. Super. Super. Ja, der Bunker hat sich ja echt gewehrt. Ich gehe jetzt ja diese Einheit schon zurück. Gehe mal mit dem Panzerwagen vor, weil den Bunker muss ich noch knacken. Und stelle mich mal hier wieder in Verteidigungsposition auf. Das heißt aber, die Artillerie bleibt da, wo sie ist. So, wunderbar. Und ja, hätte ich das jetzt gewusst. Verdammt. Ah, der Bunker ist weg. Nicht schlecht. Ah, ich hätte die Flak rausziehen können. Ach, jetzt fällt mir es wie Schuppen von den Haaren. So, hier werden wir natürlich angreifen, ist klar. Ist klar. So. Das machen wir mal so. So. Da unten greifen wir mal nicht an. Hier werden wir die Flak einsetzen. Hervorragend. Und die Panzerwagen reparieren. Und das Flugzeug reparieren. Natürlich. Wie soll es anders sein? Ja. Hier konzentrieren wir uns jetzt auf diese Elite-Infanterie. Das Fahrzeug lassen wir Fahrzeug sein. Hier oben können wir nichts tun. Und durch die ganze Repariererei haben wir nur 45 Einheiten und können nicht wirklich hier was bauen. Beziehungsweise, egal, ich baue jetzt hier mal so eine Infanterie. Ja, die sich halt hier oder da mal in die Lücke stürzt. Hervorragend. So, ist Singing Time. Das heißt, für mich ist Erzählerzeit. Und zwar die Fokkerplage. Was heißt das eigentlich? Also, die Fokkerplage begann im August 1915, und zwar am 1. August 1915, als Max Immelmann eine BE-2 abschießen konnte. Die sind damals so im Morgengrauen gestartet, um einen Flughafen anzugreifen. Immelmann und Boelcke sind gestartet, um sich denen entgegenzuwerfen. Boelcke hatte Ladehemmung an seinem Maschinengewehr, konnte also nicht schießen, und Immelmann hat ein Flugzeug abgeschossen. Im Dezember 1915 waren bereits 40 Fokker E1 bzw. Pfalz E1 Flugzeuge im Einsatz, und diese konnten bis Jahresende 28 Luftsiege erringen, alleine mit Fokkermaschinen. Im Januar 1916 kamen 13 weitere Luftsiege mit Fokkermaschinen dazu und im Februar 21.
Das heißt, die alliierten Streitkräfte hatten große, große, große Verluste. Und sprachen halt tatsächlich alsbald von der Fokablage. Oh, wir sind fertig. Moment. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Wieder ein Flugzeug weg und ich habe meine erste Fokker E3 im Elite-Modus. Die macht bestimmt bald Spaß. Sehr schön. Das gefällt, das gefällt. Gut. Wir müssen hier natürlich jetzt wieder etwas zurückziehen. Und wir gehen natürlich mit den reparierten Einheiten raus. Und zwar gehe ich mit den Flugzeugen auf die Artillerie. Alles andere stelle ich jetzt erstmal raus, weil ich es kann. Und weil ich es muss. Schauen wir mal. Hier haben wir jetzt noch eine Infanterie. Die stelle ich mal hier davor. Und mit dem Flugzeug gehe ich jetzt gegen seine Artillerie. Genauso, wie ich es gemacht habe. Hier unten werde ich erstmal reparieren. Und werde dann die drei Einheiten nehmen und hier nach links vormarschieren, weil diese Fabrik braucht Unterstützung. Die braucht Unterstützung. So, Vierer. Ich nehme es mal mit raus. Ist eine gute Frage jetzt. Dreier Kavallerie. Ich ziehe die mal zurück. Ziehe die zurück und ich ziehe, wie mache ich denn das jetzt? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich mache das mal so. Hier ist alles recht entspannt. Das schaut gut aus. Ich nehme das Flugzeug und fliege tatsächlich jetzt mal dieser kleinen Infanterieeinheit hier entgegen. So, die ziehe ich zurück und die dürfen hier sich noch ein paar Lorbeeren verdienen an der Infanterie. Genau so, hervorragend. Das Patrouillenboot ziehen wir mal ein bisschen zurück. Ja, die muss warten. Hier haben wir alles schön gemacht. Oben kommt er jetzt an. Ich gehe jetzt mit meinen beschädigten Einheiten etwas zurück und frische die auf. So, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben Mut, es ist zu gut. Ja, das ist seine Artillerie da, die ist... Aufpassen, das ist mein gepanzertes Fahrzeug hier. Ne? Gute Elite-Infanterie werden immer gebraucht. Zum Glück habe ich sie zurückgezogen. So, jetzt machen wir aber hier erstmal ein Bekämpferli. Und zwar, wie machen wir das? Wir machen das so. Ein bisschen aufpassen, was wir jetzt alles reparieren. Wir haben nicht allzu viele Punkte.
Wunderbar, wunderbar. So, ein Dreier. Ja, machen wir noch die Artillerie jetzt hier fertig. Und da habe ich dann hier eine Elite-Infanterie, falls es noch so weit kommt. Da oben wird angegriffen und ich habe noch 17 Punkte. Ich werde mal hier etwas reparieren. Die hier. Es schaut gut aus. Es schaut gut aus, finde ich. Gut, 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 gut. Also, noch einmal. Die Fokkerplage begann im August 1915 und hielt so bis Februar 1916 an, so Februar, März 1916, als nämlich die Alliierten mit der Nieuport 11 ein mindestens gleichwertiges Flugzeug an die Front warfen. Und allmählich, also nicht nur durch bessere Technik, sondern auch durch quantitative Überlegenheit, gerieten die deutschen Piloten in das Hintertreffen. Und erst mit der Entwicklung der D-Typen im April 1917 erlangten sie wieder den Anschluss an die aktuelle Entwicklung und konnten sogar wieder die Luftüberlegenheit erringen. D-Typen wie zum Beispiel Albatros D1, D2, D3, den Pfalzmaschinen und unzähligen weiteren Entwicklungen. Insgesamt wurden 457 Fokker E1, E2, E3 als auch E4 gebaut, die bis, naja, Frühsommer 1916 im Einsatz waren und dann nach und nach ausgemustert wurden oder an zweitrangige Frontabschnitte verlegt wurden. Ja, ist fertig. Da, unsere Fokkerplage beginnt. Da haben wir uns jetzt schön freigekämpft. Das war ein guter Kampf, der hat mir gefallen. Wahrlich, wahrlich gut. Und hier gehen wir jetzt tatsächlich mal in den Angriff über. Oh, er kommt hier mit einer Voisin D3. Das geht ja gar nicht. Da gehen wir natürlich mit unserer Flak ran. Hier unten können wir gerade nichts machen, weil das haben wir nicht repariert. Hier gehen wir mal zurück. Mit dem gehen wir zurück. Hier haben wir jetzt eine. Oh, Moment, Moment, Moment. Eine Sechser. Die Infanterie kommt auf alle Fälle raus. Die Infanterie kommt rein. Hier gehen wir vor. Die Maschinengewehre tun wir raus. Wir kämpfen wieder gegen das Flugzeug. Oh, hier geht er zurück. Wunderbar. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Da oben ist ein Flugzeug. Greife ihm das Flugzeug hier an. Ansonsten sieht das doch hier recht entspannt aus. Ich bleibe jetzt hier mit den Einheiten, bleibe ich mal ein bisschen hier in der Nähe. Den ziehe ich mal, oh, den ziehe ich mal nicht zurück. Moment, Moment, Moment. Den, hoppsala, komm rein. Den ziehe ich zurück.
Und den ziehe ich raus. Und hier können wir uns jetzt ein paar Punkte verdienen. Wunderbar, 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 wunderbar. Hier geht es jetzt ein bisschen zur Sache. Aber das geht in Ordnung. Wir wollen ja auch ein bisschen jetzt hier in den Angriff übergehen. Ja, pass mal ein bisschen auf jetzt hier mit deinen drei kleinen Maschinchen hier, ne? Hier haben wir jetzt die, wo ich sehe. Da greifen wir mal so an. Und damit werden wir den bekämpfen. Und hier werden wir den angreifen. Und hier werden wir den angreifen. Wir zersplittern ein bisschen unsere Angriffskraft. Ich gebe es zu. Aber das ist momentan in Ordnung. Das geht in Ordnung. Hier oben, die Infanterie ist klar. Keine besonderen Vorkommnisse. Hier gehen wir auf das Pferdl. Und das Pferdl seine Artillerie und das Pferdl, falls noch notwendig. Da greifen wir sein Flugzeug an. Und hier oben greifen wir sein Flugzeug an. Wunderbar. Hier unten reparieren wir. Den und den. Haben noch 24 Punkte. Werden mal schauen, was wir hier reparieren können. Oh, den haben wir nicht rausgezogen. Okay. Macht aber nichts. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Wunderbar. Genau. Und jetzt zum letzten Teil. Also 457 Fokker der Typen E1, E2, E3 und E4 wurden gebaut. Und erst im Jahr 1918 folgte die Fokker E5. Und zwar unter der Bezeichnung D8. Und sie war gedacht als Parallelentwicklung für die sehr erfolgreich und sehr bekannt gewordene Fokker D7. Im Jahr 1918 war es tatsächlich so, dass der Motor Mercedes D3 nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stand. Das heißt, man konnte nicht so viel Fokker D7 produzieren, wie man wollte. Also brauchte man eine Alternative, die unter anderem auch mit Umlaufmotoren ausgerüstet werden konnte. Und das war die Fokker E5 bzw. Fokker D8, wie sie auch genannt wurde. Und es wurden natürlich verschiedene Umlaufmotoren verwendet und erprobt. Zum Beispiel 110 oder 145 oder 160 PS Motoren. Nach anfänglichen Problemen mit brechenden Flügeln begann der Einsatz der Fokker E5 am 24.10.1918 und wurde vom Feind als äußerst gefährlich eingestuft. Man sprach damals vom fliegenden Rasiermesser. Hervorragend. Die Erfolge letztendlich blieben begrenzt, weil zum Kriegsende war ja nicht mehr lange hin. So, jetzt schauen wir hier nochmal ganz kurz hier ein bisschen den Kampf zu. Okay. Was soll denn das? Insgesamt aber sehr schön. Ich konnte hier einiges erreichen. Das hat Spaß gemacht. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder ein bisschen runter. Der zieht ja nämlich weiter. Mit dem Panzerwagen werde ich mal nach rechts gehen. Die Frage ist, will ich das? Nee, will ich mal nicht so. Ich bleibe mal ein bisschen in der Nähe meiner Basis. 5, 4. Den holen wir mal raus. Der wird hier mal ein bisschen verstärken. Die 6er bleibt stehen.
Das mit dem Flugzeug bleibt mal so. Ich werde hier noch vorher mal die Vierer rausholen, so dass sein Flugzeug vernichtet wird. Hier gehen wir mal mit den reparierten Einheiten raus. Schau mal, 1, 2, 3, 4. Ah, die lassen wir nochmal stehen. Panzerzug, der steht gut. Ja, das steht gut so. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Da kommen Sachen an. Deswegen gehen wir hier mal raus mit unseren Einheiten. 5. Ja, du kommst auch raus. So. Wunderbar. Wunderbar. Also hier oben kann nichts passieren. Na, gehen wir mal ganz hoch. Also, dass sich die Artillerie so anstellt gegen diese Infanterie, das ist ja schon nicht mehr zu glauben. Die wird repariert. Alles gut. Alles gut und fertig. Ja, diese Artillerie, die ist jetzt gleich Geschichte. Und dieser Flieger auch. Der verliert auf alle Fälle seine Angriffsmacht. Und die Infanterie hier oben, die sollte jetzt auch Geschichte sein. Es kann ja nicht sein, dass sie so lange überlebt. Das Flugzeug macht hier ein bisschen Sachen, die so Flugzeuge machen. Und jetzt schauen wir mal. Fünfer, nein, du greifst das Flugzeug an, du trittst mal ein bisschen nach. Du gehst hier drauf. Die Schwere geht mal auf. Ah, wir gehen mal hier drauf, weil wir es können. Ich würde mal. Nee, ihr macht mal nichts. Ihr macht mal nichts, ihr macht mal nichts, ihr macht mal nichts. Alles sonst gut. 46, ich glaube, da kann man nichts Ordentliches produzieren. Nein, das lassen wir genauso und freuen uns des Lebens. So. Ich bin jetzt auch mit meiner Abhandlung über die Fokker E1, E2, E3, E4 und ein bisschen auch über die 5 fertig. Ich fand das recht interessant. Es war auch sehr kurzweilig, sich ein bisschen darüber zu informieren. Und ich hoffe auch, das hat euch Spaß gemacht und es war einigermaßen interessant. Inzwischen haben wir hier in unserem Spiel tatsächlich noch keine Fokkerplage, aber er hat viele Einheiten verloren. Also er verliert langsam seine numerische Überlegenheit. Und mit unseren drei Fokkers können wir langsam unsere Überlegenheit ausspielen. Und die werden natürlich noch verstärkt durch weitere Flugzeuge. Das ist selbstverständlich. Denn ich sehe hier seine Flak nicht. Ja, natürlich hier die drei Flaks. Aber die konzentrieren sich auf die linke Seite. Das heißt, auf der rechten Seite kann ich Terror ausüben. Die Fokkerplage kann sich da entfalten. Schauen wir mal.
Ein guter Kampf. Ah, hier muss ich ein bisschen wegziehen. Da kommt er nämlich mit Elite-Infanterie. Da gehe ich ihm ein bisschen aus dem Weg. Aber wir haben jetzt ja hier schon gute Panzerwagen und die werden sich ihm natürlich schön entgegenstellen. Den hier ziehen wir zurück, der ist etwas angeschlagen. Und die Artillerie ziehen wir auch zurück. Und die Infanterie, die lassen wir mal da stehen. Wunderbar. Hier gehen wir jetzt mal ein wenig vor. Um mit den drei Einheiten hier unten die Fabrik ein bisschen abzusichern. Mal schauen, ob es funktioniert. Die ziehen wir natürlich zurück, die werden wir reparieren. Mit den Rest warten wir. Hier drinnen haben wir keine Verstärkung. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen in den Angriff gegen seine mobile Flak. Jetzt kommt er mit seiner Infanterie jetzt hier an. Die haben ja schon gut vorbearbeitet, das heißt, die wird sich nicht mehr sehr groß wehren können. Hier oben ist ein Geschütz, das werden wir angreifen. Die ziehen wir raus, klar. Und schauen mal. Hier kommt er jetzt mit einer mittelschweren Artillerie, muss ich ein bisschen aufpassen. 5, 1, 2, 3, 4, 5, dann ich ziehe das mal so vor, so, mehr geht nicht. Ich würde auch mal sagen, da brauche ich auch ein paar mehr Einheiten für oben, es sei denn, ich kann hier noch eine kleine Ablenkung starten. So, okay, sieht gut aus. Ja, das war klar, aber sie hat sich gut gewehrt. Sie hat zwei Maschinengewehre vernichtet. Und wir werden das jetzt mit dem Panzerwagen hoffentlich vollständig besorgen. Hier gehen wir auf seine Artillerie. Oben können wir nichts machen, da war nichts in Reichweite. Hier gehen wir auf seine Artillerie und hier schauen wir mal, was wir hier gegen die Flak machen können. Fokker E1. Nee, eine E1 möchte ich jetzt hier nicht. Was bräuchte ich denn noch für eine Einheit? Ich könnte hier was bauen. Ich werde noch eine Maschinengewehreinheit bauen. Okay, super. Ich finde, das läuft gut. Er hat jetzt hier nicht mehr allzu viel zu melden auf der rechten Seite. Links bleibt es noch ein bisschen kritisch, da hat er noch eine Übermacht. Aber ich denke jetzt hier, ich mache jetzt hier die Infanterie platt. Die Truppen werden jetzt hier den Panzerwagen und die Artillerie hoffentlich abwehren. Ich gehe mit dem Panzerzug weiter nach oben oder auch mit den Flugzeugen und mache seine Artillerie hier platt und den Bunker. Und dann kann ich nämlich hier oben die Fabrik einnehmen. Wir spielen jetzt schon gut eine Stunde, ein bisschen mehr, und würde auch sagen, wir machen bald einen Break und teilen die Karte in zwei Teile auf. Ich würde mal sagen, die Runde machen wir noch und noch eine Runde und dann machen wir ein Päuschen. Wir wollen ja die Spannung jetzt auch nicht sofort jetzt hier flöten gehen lassen. Sehr schön.
der Panzerzug ist gut. Er hätte das alleine hingekriegt. Ja, super. Da war der Panzerwagen weg. Sehr schön, sehr schön. Oh, hier gehen wir natürlich rein mit den beschädigten Einheiten. So. Hat er sich hier bewegt? Er hat sich doch bewegt hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir gehen hier ein bisschen vor. Bleiben vorsichtig. Weil eine wahre Kraft hier oben haben wir noch nicht wirklich. Zwei Infanterie, ein Panzerwagen. Finde ich jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugend. Dafür gehen wir jetzt hier unten ordentlich vor. Und stellen uns ihm hier entgegen. Das finde ich gut, weil er kommt nämlich hier ein bisschen hier in die Umfassung rein. Und da muss ich aufpassen. So, wir haben jetzt hier zwei Maschinengewehrinfanterie. Das heißt, wir werden die hier oben mal austauschen, egal wie es denn geht, und die hier reinsetzen. Weil wir es können. So. Der bleibt hier ein bisschen an der Flak dran. Den Flieger ziehe ich zurück. Da wird beschädigt. Ah, ich habe vergessen, den anzugreifen, ne? Kann das sein? Ja. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Überhaupt nicht. Und den ziehe ich tatsächlich mal hier hin. Da kann ein bisschen den Panzer da ja vortöten. So meine ich das jetzt hier, ne? Die Infanterie geht natürlich auf die Artillerie. So, und ich hoffe, dass hier einige Verluste entstehen. 85. Ja, vielleicht kann ich mal was bauen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Was können wir hier alles machen? Ich glaube, der Panzerwagen braucht erstmal eine kleine Dusche. Die Elite-Infanterie greift hier an. Die kann hier mal nachtreten. Unten bleibt's. Und hier greife ich an. Das Flugzeug hat sogar überlebt und wurde nicht beschossen. Das finde ich super. Das noch volle Punktzahl? Nee, es hat noch 5. Ich werde es mal zurückziehen. Ich werde es dann auffrischen und dann direkt nach rechts in den Kampf werfen. Ich kann noch einen Panzerwagen bauen. Interessant. Bräuchte ich hier oben vielleicht doch noch einen? Nee, ich mache mal anders. Mach's mal anders. Ich baue mal hier einen Transportwagen für meine schwere Artillerie. Für meine mittelschwere Artillerie. Verzeihung. So viel Zeit muss sein. Man muss schon bei der richtigen Bezeichnung bleiben.
Ja, er rückt dann mit der Flak schon mein Flugzeug schön auf die Pelle. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass sie tatsächlich zurück und reparierbar ist. Sicher ist sicher. Ja, es sieht eigentlich gut aus. Ich habe eh keine Punkte mehr zum Reparieren. Wunderbar, es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier auf der rechten Seite kriege ich doch eine kleine Krise, hätte ich jetzt nicht erwartet. Zwei Panzerwagen und eine Artillerie ist halt doch ein bisschen viel. Da schauen wir auch uns in der nächsten Runde hin. Ich hoffe, ihr bleibt mir bis dahin gewogen. Habt Spaß an allem, was ihr tut. Und wir sehen uns in der nächsten Runde, wenn es wieder heißt, Hilsorin 1914 bis 18, einem hervorragenden Strategiespiel von Blue White aus dem Jahr 1993. Und bis dahin, ciao!